Genau, ja. Ja, ich habe das Interview mit den Fehlfarben. Sollen wir das machen? Gut. Gut, dann gehen wir rein. Und Action. Hi, ich bin Ewan von You and Me. Und ich bin hier auf der Insel Schütt mit den Fehlfarben. Oder ein paar von den Fehlfarben. Und wir haben jetzt mal ein Interview. Wer seid denn ihr eigentlich alle? Ich bin die Saskia, ich spiele Schlagzeug. Ich bin Kurt Pyrolator, ich spiele Synthesizer. Thomas spielt Gitarre. Cool, okay. Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, Musik zu machen überhaupt? Aber wie fing das an? Ja, wir fanden einfach bestimmte Musik gut und wollten das auch machen. Und dann haben wir uns halt Instrumente zugelegt und einfach angefangen. So wie das vor hunderten von Jahren bei Punk eben war, drei Akkorde, gründe eine Band. Das war. Und wie hat es dann so funktioniert? Hat man da einfach Texte gehabt und dann irgendwas dazu gespielt oder wie war das? Also ich persönlich habe ganz anders angefangen. Ich habe meine erste selbst gekaufte Single war der Computer Nummer 3 von France Gall. War mein Pfad schon vorgegeben, Musik und Computer, das ist eigentlich immer schon mein Ding gewesen, deshalb spiele ich auch Synthesizer. Und wollte immer einen Synthesizer haben, aber meine Eltern haben mir unter einen Weihnachtsbaum ein Akkordeon gestellt. Und dann habe ich bis zu meinem 16. Lebensjahr Akkordeon gespielt und versucht relativ professionell dabei zu werden. Aber es hat mir dann doch heimlich, bin ich nicht mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, sondern habe 6 Wochen bei Woolworth ausgezeichnet, um mir meinen ersten Synthesizer zu kaufen. Da war ich 15 und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Synthesizer, das ist schon immer mein Ding. Cool. Und wie war das dann bei dir? Naja, ich habe mir dann eine Gitarre gekauft und wirklich ungelogen die ersten 3 Akkorde gelernt und dann... Ja, gleich eine Band gegründet und dann haben wir erstmal zu zweit eine Band gehabt, also eine Gitarre, ein Verstärker und einer, der eine große Klappe hatte, der, und dann haben wir angefangen. Das war dann irgendwie Blitzkrieg Bob von den Ramones, war irgendwie das erste Stück, was ich gespielt habe, glaube ich. Und dann aber haben wir relativ schnell eigene Stücke gemacht, eben nach dem Vorbild so. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. War einer der ersten, da war ich schwer beeindruckt, ja. Als ich die beiden gesehen habe. Ich habe die in einem Carshaus-Festival gesehen und ich hatte bis dahin Jazz gehört und sowas. Und da standen plötzlich so Punkies, die so solche Parolen von sich gaben, da war ich schwer begeistert. Ein Stück aus der Zeit, Industriemädchen, das war die erste Zugabe, das ist genau aus der Zeit. Und was hat euch dann da so zusammengebracht? Also wenn das dann unterschiedlich war, wie bist du dazu gekommen, dann zum Punk da mitzuspielen? Natürlich habe ich dann erstmal meine Jazzplatten alle entweder verkauft oder weggegeben und habe mir die Haare abgeschnitten und wollte unbedingt dabei sein, ja klar. Und wir hatten zu der Zeit, waren wir noch so ein bisschen Hippies und wir hatten so ein Haus im Grünen, das hatten wir gemietet, da wollten wir so eine Musikkommune machen. Und daraus ist die Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft hervorgegangen und da haben auch immer, sind eben so Jungs wie Thomas oder Janie oder Micha, die sind da immer gekommen und dann haben wir da Musik zusammen gemacht. Und dann sind dann so Bands entstanden. Wie zum Beispiel Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Der Plan oder, ne, also die sind zu Fehlfarben, sind auch, hat Fehlfarben mal im Grünen Inn geprobt? Die ganze Platte ist da eigentlich entstanden. Wir haben immer tagsüber im Grünen Inn geprobt, ja. Es war super und abends haben wir die Sachen dann zur Seite geschoben und als wir die hunderte Besucher erwartet haben, die nie kamen, wir waren ja im Winter da geprobt, Januar, wir haben also glaube ich Wochen ohne Kundschaft verbracht und alles. Ich habe einmal die Woche Thekendienst gehabt, ja. Wir saßen immer in der Küche mit Claudia, ne? Claudia, Micha, Uwe und ich und haben die ganzen Vorräte also weggetrunken und weggegessen, weil ja keiner kam. Also wir haben sie immer selber gezapft. Und haben Winterolympiade abends im Fernsehen geguckt in der Küche, das werde ich nie vergessen. Und tagsüber haben wir wie die Geisteskranken da geprobt, stundenlang. Das ist gut. Und tagsüber haben wir halt Musik gemacht in diesem Gastraum da. Da stand ein Schlagzeug und 2 Verstärker und dann ging es ab. Es war super da in dem Grünen Inn. Da sind DAF eben, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft entstanden, Fehlfarben. Alle in diesem legendären Grünen Inn irgendwie ihre... Ja, siehste. Und
Es war wirklich im Grünen und vor dem Ding gab's, vor dem Haus gab es ein Fußballfeld. Also dass es dann, wenn das Wetter besser wurde, war das richtig cool da. Also, man konnte da auch wohnen, im ersten Stock gab es so Zimmer mit Betten und sowas alles. Also das war schon klasse. Wie ist es dann für dich sozusagen nach einer, also ich meine, die Band, die gibt's jetzt schon relativ lange. Wie ist es dann für dich, da neu einzusteigen? Naja, ich habe die Zeit ja auch mitbekommen, diese Punkzeit, und war ein bisschen jünger, habe aber auch natürlich in meiner Heimatstadt gab es auch kleine Punks und fand das auch immer super. Und hier, Bohrmaschine auf der Bühne und alles so zerlegt, und Quälfarben kannte man natürlich auch, und das waren immer so die Idole. Und dann irgendwann rief Janie mal an, hast du nicht Lust zu proben? Ich sagte, gerne, ich komme mal vorbei. Ja, und dann haben wir geprobt und haben uns direkt irgendwie, ging super. Und ja, deswegen bin ich auch immer noch dabei, weil einfach macht einfach Spaß und es ist eine coole Band. Ja, wenn man einfach zusammen Musik macht, wird man gut. Und da waren wir größenwahnsinnig und haben gesagt, jetzt machen wir eine Schallplatte. Weil alle anderen, die Engländer, machten das schon alle. Und in Düsseldorf gab es eine Gruppe, die ist Mail, die hatte auch schon eine Schallplatte gemacht. Ja. Und wir wollen jetzt auch eine Schallplatte machen. Und hatten aber kein Geld. Was machen wir da? Und dann bin ich zur Bank gefahren und habe gesagt, wir wollen Kredit, wir wollen eine Schallplatte machen, wir sind eine aufstrebende Band. Und er hat gesagt, ja gut, finde ich gute Idee, was haben Sie denn für Sicherheiten? Und ich hatte noch so einen VW Golf und den habe ich als Sicherheit eingegeben. Dafür hat er mir 3000 Mark damals als Sicherheit gegeben, den habe ich eingesetzt. Ja, und damit haben wir die erste Platte gemacht. Und die hat sich aber so rasend gut verkauft, dass ich direkt wieder nach 4 Wochen, nachdem die Platte raus war, zu dem Typen in der Bank gegangen bin und habe gesagt, ich brauche keinen Ratenkredit, hier sind die 3000, alles cool, ich habe aber Lust, noch eine Platte zu machen. Er hat gesagt, alles klar, unter demselben Vertrag wieder, hat mir die 3000 rübergeschoben. Ja, so sind wir gestartet. Vor 3 Jahren bin ich zur Bank gegangen und musste einen Kredit aufnehmen, weil wir was an unserem Haus reparieren mussten. Und dann kommt dieser Bankberater an mit Schlips und Kragen und ich sitze da ganz nervös mit all meinen Unterlagen. Und dann holt der Monarchie und Alltag aus seinem Bondkoffer und will ein Autogramm von mir. Und, aber das hat mich natürlich nicht gerettet davor, irgendwie alles offen zu legen, um dann überhaupt diesen Kredit zu kriegen. Also das war nur so nebenher. Aber so, das ist innerhalb von 40 Jahren passiert.